Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Gesundheit und Wissenschaft auf Radio 1. Unterstützt vom Kopf-Weh-Zentrum Irslande Zürich. www.kopfwww.ch. Ein Kater nach einer Partynacht oder einem gemütlichen Abend kennen wir sicher fast alle. Und fast jeder von uns hat sicher auch ein Wundermittel zur Vorbeugung oder Akutbehandlung vom Problem, bevor es dann eben entstehen soll. Die einen die nehmen heute vor einer Partynacht ein Vitaminpräparat zu sich. Andere die trinken einen Liter Wasser, bevor sie schlafen gehen. Oder dann gibt es ja noch die Methode, die wahrscheinlich sehr weit verbreitet ist, zu jedem Glas Wein, Bier oder einem Cocktail auch ein Glas Wasser trinken zur Vorbeugung gegen den Kater. Eine wissenschaftliche Studie zeigt jetzt aber, dass das eigentlich gar nicht hilft. Biologen von der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz haben eben in einer Studie untersucht, wie der Kater nach einer viertelfröhlichen Nacht abgeschwächt könnte werden. Für das haben sich 240 Probanden im Namen der Wissenschaft betrunken und die Forscher haben dann eben wegen der Dehydration geschaut. Mit dieser neuen Studie haben die Forscher vermeintliche Erkenntnisse aus den 50er Jahren bestätigen oder auch widerlegen, weil seitdem gilt ja eigentlich der jetzt Irrglaube, dass wegen dem Alkoholkonsum dass man dehydriert und darum mit Wasser sollte nachhelfen. Man sei damals davon ausgegangen, dass der Körper mehr Wasser ausscheidet und darum dehydriert. Die Aussage von dort ist nachher aber nie getestet oder bestätigt worden. Die Wissenschaftler kommen jetzt zum Ergebnis, dass die erhöhte Flüssigkeitsausscheidung nach dem Alkoholkonsum nicht wirklich zu einer Dehydrierung vom Körper führt. Er verliert also nicht eine nennenswerte Menge an Wasser. Das Trinken von Wasser, das bringt eigentlich nichts gegen den Kater. Das Einzige, was ist, man muss einmal mehr aufs WC. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.